Dere! Ich bin's wieder, euer Flexi. Du hast den magischen Eisstab gefunden. Seine kalte Magie zerschneidet die Luft. Ich bin wieder zurück. Wir haben es jetzt... Achtung, deine Magieanzeige. Wir haben es jetzt 1.45 Uhr. Ich bin gerade aus der Arbeit zurückgekommen und hab mir gedacht, ich nehme noch 1, 2, 3, 4, 17 Parts auf. Gucken wir mal. Hier gibt's übrigens eine interessante Sache. Und zwar, wenn wir jetzt hier reingehen und... sind hier... Kann man hier Bomben liegen? Bums. Bums die Bums. Bombi Bombi. Und findet hier eine Feenquelle. Wenn man in dieser Feenquelle darin geht, haben wir hier die goldene Biene. Die goldene Biene bleibt immer bei dir. Verlässt dich nie, wenn du sie einfängst. Stirb. Ist auch eine ganz liebe und die kann man später... Ja, ich weiß nicht, ob man wie viel Geld verkaufen kann. Nee, es gibt auf jeden Fall einen Laden, wo dann bei der goldenen Biene ein Preis steht, von wegen Fragezeichen, Fragezeichen. Wenn du dem aber eine goldene Biene zeigst, kannst du die goldene Biene immer wieder kaufen, wenn sie dir mal stirbt oder was auch immer. Was wollte ich jetzt noch sagen? Zwar, das mit den Bosswegen habe ich schon gesagt, vorhin, heute Mittag, was auch immer. Und... ja, ach genau, ich wollte noch erzählen, beim Zwecks neue Projekte. Ich habe mir vorhin ein paar Gedanken gemacht in der Arbeit. Und habe mir gedacht, dass ich werde mal ein paar Sachen ausprobieren und gucken, ob ich zumindest von der, ja, sagen wir mal von der Technik her, ob ich es schaffe, Game Boy Advance Spiele aufzunehmen und Game Boy Normal und... NES. Weil dann habe ich mir nämlich noch ein paar neue Projekte überlegt. Weil ich möchte auf jeden Fall mal blind ein paar Spiele spielen und unter anderem dachte ich mir, ist eine relativ schöne Reihe, die Mega Man Battle Network Reihe oder Mega Man Anti-Warrior, nee, das war der Anime. Die Mega Man Battle Network Reihe. Und möchte dann auch nicht nur die Battle Network Reihe spielen, sondern auch sag's mir, Kirby in der magischen Spiegelwelt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein bisschen abgeleitet von Kirby Nightmare Dreamland. Für den Game Boy Advance ist aber auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Was mache ich hier eigentlich? Ich wollte mir noch ein Ding holen, ein Herzteil, das ich jetzt schon erreichen kann. Ja, kann ich auch da unten. Ja, gehe ich übers Dorf. Ja, mach mal so. Sinnlose Wege. Schön, Felix. Freuen sich die Zuschauer. Jetzt wird hier gleich mal was aufploppen. Das tut mir relativ leid, aber ich brauche das, weil ich nämlich gucken muss, wie lange ich aufgenommen habe. Ich stehe nämlich in Outer City, heißt das Programm, steht nämlich, wie lange ich schon aufgenommen habe. Und dann kann ich ungefähr die Parts so abschneiden, dass ich das brauche. Ja, und dann möchte ich natürlich noch auf dem normalen Game Boy, beziehungsweise Game Boy Color, möchte ich Zelda Link's Awakening DX und die Oracle-Teile spielen, weil die, oh, die liebe ich auch so abgrundtief. Final Fantasy Tactics Advance wäre auch noch eine Initiative, die mal möglich wäre. Mag ich auch sehr das Spiel. Schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall hätte ich dann erheblich mehr Sachen, die ich machen könnte, wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, ja, dann bleiben wir halt erstmal bei SNES, bis, soll ich dann die Kohle dafür da ist, bis ich, es meine, mir ein neues Aufnahmeprogramm anschaffen zu müssen. Hypercam. Ja, egal. Ich sage jetzt nicht, dass es leckt oder so, aber es leckt ein bisschen. Meine komischen Arbeitskollegen wollten ein Herzteil. Die Steine zerstört man übrigens, indem man dagegen bleibt mit dem Stiefel. Meine komischen Arbeitskollegen haben gesagt, hey Felix, du machst Let's Plays, gucken wir die auch mal an. Falls ihr gerade zuguckt, tach ihr Idioten. Aber ich lieb. Ja, jetzt haben wir alles eigentlich soweit abgegrast, haben noch die letzten zwei Herzteile, die ich haben wollte. Also gehen wir jetzt ganz gefährlich in den nächsten Palast. Den Wüstenpalast. Wir haben das Buch ja auch schon geholt. Klasse, spitze, Felix. Hat alles gedacht. Wusstet ihr eigentlich, dass es gar nicht so einfach ist, zu Let's Playen? Also jetzt nicht wegen der Technik oder so, das kriegt man alles raus. Die Sache ist die Multitasking-Fähigkeit im Kopf, die du hast. Also wenn für die Leute, die den Kopf haben. Da seht ihr schon wieder. Du sprichst einfach ein paar Momente nicht, weil du es einfach gewohnt bist, ruhig die Klappe halt zu halten beim Spielen. Und spielst dann sofort dich hin, plauderst halt eine Weile und dann auf einmal wieder so um. Du spielst.
Und irgendwann merkst du dann so, oh was, ich wollte ja weiterreden. Beziehungsweise, wenn du dich zu sehr auf das Reden konzentrierst, dann spielst du Kacke. Ist so. Müssen wir mal selber ausprobieren. Ich meine, Let's Play ist eine schöne Sache. Probier's mal selber aus. Mir guckt keiner zu und die zugucken, die wissen, was Let's Plays sind. Aber egal. Probiert's aus. Macht Spaß. Macht wirklich und ehrlich Spaß. So, jetzt hätten wir hier... Halt die Fresse, Felix. Vorsicht vor diesen Steinen. Zeige ich euch nachher mal einen kleinen Trick, aber den werdet ihr auch schon kennen. Ja. Sprich mich nicht an, ich bin ein komischer Kauz. Schild nicht herausziehen. Ja. Warum? Warum? Und der folgt uns jetzt. Nee, kleine Klappnase. Von mir, ich glaube, eine Feenquelle. Wenn ich. Du kannst hier nicht hinein, solange ich an dir klebe. La 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 la. Was haben wir denn hier? Ich glaube, eine Feenquelle. Gucken wir mal rein. Oh, überrasch mich. Eine Feenquelle. Jetzt kommen wir wieder in das nächste Gebiet. Und zwar die Wüste, wie ihr vielleicht unschwer an den Kakteen erkennen könnt. Nicht an den Kaktussen, das ist was anderes. Ich glaube, das hier ist eine Anspielung auf... oh Gott, frag mich jetzt bitte nicht, wo das ist, aber da gibt's irgendwo... Ich glaube... Nein, ich sag jetzt einfach mal nichts, dass nichts Falsches rauskommt. Gibt's so komische Symbole am Boden, so ein Kondor-Symbol ist es. Und ja, ich glaube, das ist die Verarsche davon. Die Dinger hier sind Minen. Wenn man da rüber geht, puff, explodieren die. Die können auch manchmal... Das war am Anfang wegen der Mine, ja? Die können auch einfach mal unvermittelt unter einem Busch auftauchen und explodieren, die kleinen, hinterhotzigen Stücke. Ja, die Kakteen verletzen mich. Ui. Hier in der Höhle ist noch was ich haben möchte. Ihr könnt es euch fast schon denken, denke ich mal. Weil wenn ihr denkt, dann denkt ihr nur, dass ihr denkt, während ich denke. Da steht Sarah da drin. Dies ist das Buch Modora. Kackst du gerade? Nee. Mit ihm kannst du die Sprache der Hylia übersetzen. Wunderbar. Und hier unten ist was zum Bomben. Auch schon viele Leute übersehen haben, obwohl... Eigentlich schaut man sich den Raum noch an. Und wenn das da hier so weggebombt ist, kommt hier ein kleines... Da-da-da-da. Oh, okay. Herzteil zugute. Zugute. Es kommt uns zugute. Das war auch nicht ganz gelogen. Ich renne erstmal vor der Kante. Da sieht man mal wieder, wie grenzdebil Link ist. Oh, da ist eine Tür. Psch, oh, und, oh, Alter. Ah, nee, Link kann ja nicht reden. Link sagt ja nur. Was ich jetzt übrigens auch nicht weitermachen möchte, weil ich vorhin bemerkt habe, dass, Herr Decade schon in früheren Let's Play gemacht hat. Und, naja, ich möchte ja nicht, dass es dann irgendwann später mal heißt, Hey, machst du Decade nach, Alter? Deswegen lassen wir das. Ich werde jetzt Link einfach, jo, so reden wie, Link reden würde, meiner Meinung nach. Drecksgeier gehen einem auch auf die Nerven. Fizimus, Miss, Fizimus, Miss. Kann man nicht lesen. Aber da haben wir ja das Buch Modora. Sprich vor dieser Steinplatte einen Wunsch aus, wirst erhört, öffnet sich der Weg. Ich will, ein Käseschnitzel. Ah, mit dem Käseschnitzel kommt Link da rein. Was das für kreise Dinger sind, habe ich auch nie verstanden. Egal. Oh, Geier, geh mir nicht auf die Eier. Wow. Alter, ich bin voll lyrisch. Und jetzt, liebe Freunde, sehen wir, dass die wohl ekelhaftesten Gegner in dem Spiel. Nicht die hier. Die Blümchen, die sind okay. Jeder mag Blümchen. Hier gibt's auch Killeranas, heißen die, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Ich renne halt einfach mal dagegen, aber das liegt an meiner eigenen Dummheit und nicht an den Blümchen. Sind nämlich schnell weg. Die Dinger da oben, meine ich, warte. Die da. Die sind absolut ekelhaft. Was die machen? Fixen Laserstahlen auf mich, so um mich zu töten. Ist in einigen Rätseln total ekelhaft, aber das werdet ihr ja noch sehen. Oh, guck mal, wie toll. Da. Konzentriere dich auf was anderes. Ah! Piss dich. So, ich würde sagen, wir graben den Dungeon von rechts nach links ab. Hä? Wie sieht's aus? Rechts unten. Das ist übrigens der Wüstenpalast. Ey, könnte man sich fast denken, ha? Ausgang, der uns runterschmeißt. Blöder Ausgang. Hier haben wir Ameisenbären, Blümchen, Schlüsseltür. Ameisenbären, genau. Egal, Ameisenbären. Punkt, Name ist gegeben. Und noch ein paar Pfeilchen. Und ein Ameisenbär, das war eine Falle. Wusste ich natürlich.
Ich wollte euch bloß mal alles zeigen. Ich mache ja 100%, ne? Hm? Link, nicht umdrehen. Umdrehen ist uncool. Auf dem Computer ist es doch ein bisschen, ja, schwer. Schwer. Ja, es ist halt nicht so. Er dreht sich nicht so schnell an wie auf dem Super Nintendo. An. Er dreht sich nicht so schnell an. Er dreht mir nicht so schnell neue Schuhe an. Wie auf dem Super Nintendo. Was? Egal. Lasst mich scheiße labern. Ich sag auch nichts, wenn ihr scheiße labert, ja? Hier haben wir wieder Cyclops. Ne, warte mal, Cyclops war dieser Laser-Typi aus X-Men. Ich würde sagen, Cyclops ist dieses laserschießende Ding. Ja, diese böse Vase. Ah, ach, du wolltest mir was zeigen. Du bist ein netter Cyclops. Weißt du, was du dafür kriegst? Den Tod. Und hier ist, glaube ich, irgendwas Wichtiges. Das Gärtsche. Wie er mir halt jedes Mal aufs Neue erklärt, wie ich die Karte benutzen kann. Ah, habe ich euch nur ganz gezeigt, ne? Karte braucht man im ganzen Spiel nicht einmal. Wirklich nicht. Dungeons sind dann noch so schön übersichtlich. Das heißt nicht, dass sie leicht sind. Sie sind aber einfach noch schön übersichtlich und das finde ich absolut toll. Sind noch nicht linear oder sowas? Ich liebe dieses Spiel. Cyclops! Ui, ihr Pusher! Oh. Flexi, hier ist Asrala! Hol unbedingt alle Schätze! Hol unbedingt alle Schätze, die in den Verliesen versteckt sind! Ja, und in so einem gefährlichen Raum stellst du deine Steintafel hier rein. Was soll es eigentlich sein? Eine Steintafel? Teleportations- oder Telepathiestein? Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie. Ich Troll. Ich weiß ja auch gar nicht, was jetzt zu machen ist. Da oben brauche ich noch gar nicht. Brauche ich da schon noch gar nicht rein? Oder da, gibt es da einen Kompass? Nein. Da brauche ich nicht rein. Knöpfchen. Wer stellt 20 Millionen Vasen in einen Raum und macht ein Knöpfchen drunter? Ich meine. Wow, Rätsel, Rätsel. Periode, von der ich nicht spreche, mal wieder. Wunderbar. Durch, oh, dieses Geräusch finde ich auch so ekelhaft. Puff, 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 puff. So, Schlüsseltürchen. Bob Marley Face! Hallo. Bob Marley, oh, Kohle. Ich bin voll. 999 Rubine. Mehr kann man in dem Spiel. Cyclops, du zieht dir mir zwei ab. Zieht ihr mir zwei ab, die alte Knalltüte? Kompass. Warum kann man den Kompass nicht... Den Knoppers. Warum kann man das Knoppers nicht eigentlich einfach behalten? Das war mehr als Glück. Das klappt sonst nie. Du hast den großen Schlüssel. Damit lässt sich so manches Schloss öffnen. Kleine Schlüssel früher versagten. Du hast den... Böses Wort. Schneide ich raus. Ah, schön. Felix, Felix, Felix. Egal, weiter jetzt. Manchmal, aber nur manchmal. Gut, gehen wir weiter. Holen wir uns das, was in der großen Truhe ist. Ich tue jetzt gleich total überrascht. Passt auf. Oh mein Gott, es ist... Der Handschuh. Du hast den Krafthandschuh. Spürst du die Kraft in deinen Händen? Jetzt kannst du Steine aus dem Weg räumen. Link, du grenzdebiler. Hatte gelernt, wie man den Stein wegpackt. Ich habe Freude. So, jetzt müssen wir natürlich wieder auf den Stein treten. Sind wir wieder auf den Stein getreten? Toll. Freude, Freude. Alter! Ernsthaft, was geht denn jetzt ab? Kannst du mal aufhören, an mir drin zu stehen? Ich werde mit Sicherheit noch emotionaler werden, weil ich bin, ja, in der Regel nicht sehr emotional, aber ich bin ein recht emotionaler Spieler und... seit wann kannst du da drauf? Das war mir nicht mehr bewusst. Ich dachte so, hey, ich kann nur nicht weiter. Blümchen. Aber grüne Blümchen und pinke Blümchen. Süß nicht. Ich habe nur schnell das Schwert reingeploppt habe, so. Ich mag auch dieses Schwertgeräusch unheimlich. Pusch. Oh mein Gott, das ist eine pinke Blume, die mich verarscht. Ja, jetzt lösen wir noch dieses schier unlösbare Rätsel. Ich bin übrigens auf über seinen Kopf gerade gestiegen. Sehr schön. Und holen uns die Dinger, die sind nämlich verdammt wichtig. Ich habe noch zwei. Wunderbar, jetzt gehen wir noch kurz hier raus. Rausi, rausi. Und dann sage ich, Dede, bis zum nächsten Part.